weiter geht's in unserer Nerd-Gastronomie. Will der mir jetzt ernsthaft? Echt jetzt? Willkommen bei meiner Show. Alter. Ich bin Richard. Nein! Nein, das ist nicht deine Show. Das ist ja meine Show. Stopp! Zur Wahl. An diesem historischen und zukunftsweisenden Tag drehen sich unsere Diskussionen rund um das Bürgermeisteramt. Rufen Sie an und schildern Sie uns Ihre Gedanken und Gefühle. Wer wird der nächste Bürgermeister des Two Point County? Das liegt ganz in Ihren Händen. Und dann stoppe ich dieses Radio. Mann, ist das nervig. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also Leute, also jetzt... So, jetzt nochmal, bevor wir wieder unterbrochen werden, weiter geht's bei Two Point Campus. Wer es jetzt noch nicht weiß, ja, also, was soll man sagen? Ich bin auch nicht eure Mutter, maximal euer Vater. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also man soll niemals nie sagen. Also von daher, lasst uns anfangen. Wir gucken nochmal bei den Mitarbeitern. Da haben wir nichts. Vielen Dank für eure vielen Kommentare. Und wir wollen, ja, auf jeden Fall mit unserer wunderschönen Uni weitermachen. Und ihr habt ein paar coole Sachen geschrieben. Unter anderem Goldscheffeln. Achso, das ist das falsche Let's Play. Eine Gastronomie könnte man eine Kochinsel bauen. Das, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Das finde ich ja sowas von cool. Was man machen könnte, ich weiß nicht, kennt ihr The Taste? Man könnte das versuchen, so im The Taste-Style zu machen. Dass man vielleicht wirklich... diesen großen Herd hat und dann diese großen Sachen hier, dass man die Sachen hier in eine Reihe stellt, vielleicht diese Kochinseln dann so ein bisschen aufteilt, zusammen mit dem Schnibbel- und Geschirrding, also die Dinger, und die dann wirklich hinten in einem extra Raum stellt, das ein bisschen verwinkelt, ein paar Blümchen dazwischen, das finde ich eine schöne Sache, das sollten wir vielleicht bei dem nächsten machen. Okay, ja, dann würde ich sagen, lasst uns hier loslegen, wir wollen aber noch einmal in die Stuckateure gucken. Da sind wir 14 Leute. Gut, ja, dann einfach direkt los. Alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. Ja, das kann ich nicht bestätigen. Lasst euch da bitte nicht ins Boxhorn jagen, wie man so schön sagt. So, wir müssen ein bisschen auf unser Geld achten. Wir haben nämlich nur noch 107.000. Ich weiß, wir sollten eigentlich ein Nachhilfezimmer bauen. Ja, das müssen wir vielleicht wirklich mal machen. Und... das sollten wir auch machen, bevor wir hier starten. Einzelunterricht befordert eine Lehrkraft 3x2. Die Frage ist, ob wir das vielleicht... hier reinsetzen. Mittig die Tür rein. Und dann hier vorne vielleicht sogar das Lehrerzimmer. Also so einen kleinen Lehrerraum. Dass wir hier auch ein bisschen platzsparend sind. Gucken wir mal, was wir da haben. Also wir brauchen auf jeden Fall ja, so ein Ding. Dann natürlich in die Ecke muss auch eine Tafel, ganz klar. Dann müssen hier natürlich auch wie immer ein paar Blümchen hin an die beiden Seiten. Und natürlich die Ente als Eingangsbereich. So. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der obligatorische Mülleimer und der Desinfektionsmittelspender. So. Jetzt haben wir da Stufe 2. Kommen wir da vielleicht noch auf Stufe 3, wenn wir vielleicht so ein Bild hier aufhängen? Ein Plan? Ja, passt. Gut. Studierende können zur Nachhilfe gehen, um Einzelgespräche mit Hilfe der Lehrkraft zu erhalten. Okay. Dazu müssen wir eine Lehrkraft einstellen. Und 10 weitere Punkte. Sehr schön. Nachhilfezimmer benötigt ein Dozent. Das machen wir gleich. Ich möchte aber erst, bevor wir das machen, im Bauen bleiben. Denn was uns momentan fehlt, ist natürlich ein Aufenthaltsraum. Da bin ich mir noch nicht sicher, wann wir und wie wir den machen. Was mir aber wirklich nochmal wichtig ist, ist ein Personalzimmer. 1x3x2. So. Und dahinter, seht ihr jetzt, da ist ein bisschen Platz und da will ich direkt die Toilette anschließen lassen. So, die kriegen auch nicht allzu viel hier in ihrem Personalzimmer. Die kriegen hier eine kleine Couch zum Hinsetzen. Das ist auch eher vielleicht eine Besenkammer mit Couch als ein Personalzimmer, aber okay, wenigstens etwas.
Also wir stellen da hinten mal eine Couch rein, dass sie sich auch ein bisschen ausruhen können. Dann gibt es natürlich auch einen kleinen Bereich. Dort können sie ihre Sachen sortieren. Brauchen die noch irgendwas? Vielleicht so ein Wasserspender. Ah, die können sich die Sachen von zu Hause mitnehmen. Die verdienen genug Geld. Ein Blümchen können wir noch reinstellen. Und natürlich Mülleimer und Desinfektionsmittelspender. Okay, so, dann sind wir zumindest beim Personalzimmer im Bereich 2. Und dann können wir auch ein kleines Mini-Badezimmer bauen. Echt, das ist ein ungültiger Ausgang? Im Ernst? Boah, das ist ja doof. Okay, dann können wir das Personalzimmer tatsächlich auch einen Tuck größer machen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber gut. So, dann machen wir das ein bisschen größer und dann bauen wir das tatsächlich doch nochmal um. Und setzen. Ah, dann, komm, dann machen wir hier hinten eine richtige Couchgarnitur hin. Einmal auf die andere Seite noch. Das setzen wir einmal. Das setzen wir gegen ein großes. Zack. Und davor steht dann natürlich der Fernseher. So, haben wir das auch. Und dann sollten wir hier vielleicht auch ein paar Getränkeautomaten reinstellen. Die haben ja durchaus auch mal Durst, die Leute. Das war der falsche. Und den bitte. Gut, dann haben wir zumindest das Zimmer auch und dann müssen sie halt bei den normalen Leuten Pipi machen gehen. Haben wir das hier eingegeben, dass die Mitarbeiter dürfen auch rein. Okay, gut. Dann passt das. Dann müssen wir jetzt noch einen Dozent einstellen. Und da haben wir genau einen. Ja, da bleibt uns dann wohl nicht allzu viele Alternativen übrig. Einmal da Wir rein. sind zurück. Ja, Bei der dann heutigen können wir Wahl tritt die loslesen. amtierende Schließe Bürgermeisterin eine. Tabitha Windsock gegen alle Herausforderer an. Darunter auch Irgendwann, mein Jumbo Freund. McNally, der Irgendwann. Cousin des Jumbo-CEOs Jumbo McNally. In den Umfragen hält Miss Windsock hartnäckig die Führung. Doch wie wird sich Mr. McNallys heutige Rede auf den Wahlausgang auswirken? Zur Irgendwann. Erinnerung. Mr. McNally schilderte in mitreißenden 12 Minuten, wie er einst einen bescheidenen Stapel So. Kleingeld seines Jetzt Vaters weiß ich zu noch. einem beeindruckenden Brotaufstrich machte. Es war eine Rede voller Sandwiches, Kartoffelchips und Würstchen im Schlafrock. Hoho, wenn das nicht beeindruckend ist. So, ich habe übrigens. Erinnerung an alle: Ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Genau. So sieht es aus. Hier wird schon fleißig geblubbert und gekocht und dann kommen jetzt hoffentlich irgendwann auch die ersten Studenten. Wo sind sie denn, meine Lieblinge? Muss ich jetzt die Tore aufmachen? Nee. Da ist ein Dozent. Da ist er. Da ist er. Frederik Desmond Tommel. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, die ersten Namen zu vergeben. Und dieses Mal gemeinsam mit euch. Also, ich würde sagen, der erste Hausmeister ist natürlich einmal der gute Shani. Du wolltest auf jeden Fall dabei sein. Dann haben wir natürlich eine Professorin. Und das ist die gute Navira. Gucken wir mal. Haben wir denn eine weibliche Dame hier? Habe ich gerade weibliche Dame gesagt? Gibt es auch männliche Damen? Ja, gibt es. Vielleicht hier unten bei der Nachhilfe. Ja, na guck, da haben wir es doch. Dann haben wir doch hier bitte einmal die Navira. Wunderbar. Und eine Bibliothek wird gebraucht. Ja, da würde ich eigentlich ein extra Gebäude für kaufen. Aber wir haben nämlich nur noch 91.000. Die könnten wir natürlich auch gut hier hinten in diese Ecke reinsetzen, ne? Hier vorne rein, da. Da könnten wir gut die Bibliothek setzen. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich das ja eigentlich symmetrisch aufbauen wollte, aber daraus wird dann wohl irgendwie nichts.
Wir verdienen auch nur 5.000. Ja, wir warten noch einen Monat ab. Wir warten noch einen Monat ab, ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay. Ja, dann können wir eigentlich ein bisschen schneller machen. Und den Leuten mal hier beim Lernen zugucken. Was machen sie denn hier? Ach, herrlich. Sehen wir irgendwo eine nette Dame? Wir können ja mal gucken, was bei unseren Studenten los ist hier. Da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Die brauchen natürlich auch mal einen Aufenthaltsraum. Wie sieht es denn hier aus? Da wird ihnen gerade Kuchologie, die optimale Kuchenrezeptur, beigebracht. Oh, er schreibt fleißig mit. Haben wir denn irgendwo eine Dame hier? Ernsthaft? Ist ein reiner Männerland? Oh, da gibt's Hotdogs! Hotdogs! Hotdogs, der Typ, der Hotdogs isst, bin eindeutig ich. Randy Latrine. Oh ja, das hört sich gut an. Das ist einmal die Nerd-Latrine. Haha, sehr cool. Und mit A stehen wir doch mal ganz gut. 13.000? Jawoll, Bitchen. Da können wir mal gucken, dass wir jetzt einmal eine Bibliothek bauen. Und was ich übrigens vergessen habe, ist ein Mülleimer. Gibt es hier keinen Mülleimer? Doch, da oben. Wie heißt denn das Ding? Abfallbehälter, wa? Abfalleimer. Ja, super. Ich sehe nämlich gerade, dass wir hier ein kleines Abfallproblem haben. Einmal da in die Ecke. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Und ihr seht wirklich, die brauchen echt eine Bücherei, ne? Wie lange hat er noch? 36 Tage. Dann geben wir ihn noch ein bisschen. Und ich würde in der Zeit gerne mit euch einmal in die Studenten gehen und gucken, dass wir hier Alf Müsli, dass wir hier und sind wir nicht eine nette Dame haben. Wenn das Leben der Studierenden fade ist, dann wird ihr etwas essen. Dann wird ihr Essen natürlich auch so. Bringe mit einer Party etwas Pep in ihr Dasein und in ihre Rezepte. Das werden wir machen. Wir werden einen Aufenthaltsraum bauen als nächstes. Aber ein Studierendenzimmer, ja. Das werden wir tun, Aufenthaltsraum und Studierendenzimmer. Aber was ich gerne als erstes machen möchte, wir sind bei 17 Leuten. Was ich gerne als erstes machen würde, ist erstmal unsere gute Miss Little Miss Snow White vergeben. Nerd Latrine Olivia Belcher. Na guck, das ist einmal Snow White. So, und dann gucken wir mal, ob Miss Snow White hier schon irgendwelche Freundschaften hat. Ah, noch nicht. Und wenn sie irgendwann mal Freundschaften haben sollte, dann nennen wir ihren Freund The Huntsman. Okay, gut. Dann wollen wir natürlich auch die gute China mit reinbringen. Und wenn ihr natürlich auch dabei sein wollt, dann schreibt das natürlich gerne. Auch dabei ist natürlich Rambo Katzminz. Ja, klar. Wusstet ihr nicht, dass Rambo mit Nachnamen Katzminz heißt? Einmal der gute Rambo Katzminz. Und ich denke, dann können wir ja schon mal in Ruhe weitermachen. Aber dann seht ihr auch... Ja, das macht Sinn. Dann seht ihr auch, wer ihr seid. So, dann habe ich noch einen weiblichen Hausmeisterin. Du wolltest gerne weiblicher Hausmeister sein. Dom, du auch. Also kein weiblicher, sondern männlicher. Aber da gucken wir mal. Okay, so, jetzt gehen wir einmal in die Bibliothek und werden die einmal gestalten. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die anderen beiden Zimmer. Und ich glaube, ich habe auch nur den Nerdsaal. Genau. Dann werden wir uns mal bitte eine Bibliothek holen. Und die würde ich... Ah, ich würde sie echt groß genug wählen. Denn wir brauchen diese Größe langfristig so und so. So. Moment, Moment, Moment. Das Räumchen... Ah, da können wir nachträglich da vorne was reinbauen. Einmal da rein. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne den Raum verändern, aber das kann ich, glaube ich, gerade nicht mehr, ne? Ja, egal. Gut. So, dann werden wir mal von unserem mehr oder weniger bekannten
Konzept Gebrauch machen. Das Problem ist, das bringt uns nichts. Das ist virtuelle Normalität. Das ist die normale Buchauslage. Also auf jeden Fall brauchen wir den hier. Dann brauchen wir, wie immer, einen solchen. Einen solchen. Und dort kommt ein... Was haben wir da? Eine Bibliotheksrezeption wollte ich da nicht ranstellen, aber den können wir da dran stellen. So. Und jetzt haben wir vielleicht auch schon irgendwelche Kochregale. Ah, wahrscheinlich nicht, ne? Lehrbuchkabinen? Nee. Nee, dann werden wir das... Dann werden wir das erstmal mit den normalen Bücherregalen gestalten. Und ich denke, wir sollten hier eigentlich durchaus zwei Reihen unterkriegen. Ich hoffe es. So. 8 Studierende brauchen eine Bibliothek. Das werdet ihr bekommen. Dann noch einmal einen Computer, bitte. Einmal den Tisch und einmal bitte den Tisch. So. Dann gibt es natürlich noch eine Bibliotheksrezeption. Die würde ich sagen, bauen wir mal. Ja, ich finde das ganz gut, wenn die hier steht. Dann können wir mit ein paar Blümchen das Ganze an der Seite ein bisschen thematisch trennen von hier aus. Und hier gibt es natürlich den Desinfektionsmittelspender, natürlich einen Mülleimer, wie immer. Und auch natürlich den berühmten Ententeppich zum Eingang. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch die Zeitschriftenstände oder diese Buchauslage. Und die würde ich wirklich jetzt gucken, dass wir damit diese Schriftgutarchive, dass wir da so ein bisschen eine Trennung machen. Das hatten wir damals auch. Wir machen erstmal nur ein Schriftgutarchiv. Gucken mal, ob das ausreicht. Aber ich finde das immer... Ah, das geht nicht. Schade. Dann machen wir hier mal so einen kleinen Mini-Eingang. Und dahinter kommt noch ein... kommen wir mal noch ein zweites Schriftgutarchiv. Ah, da kommen sie sonst nicht mehr ran. Nee, dann bleibt das so. Wir können das vielleicht noch in die Mitte stellen. Dann kriegt er noch ein extra Teppich. Die müssten wir mit 25 Kudaschpunkten freischalten. Nee. Dann kriegt der den Standardteppich. Okay, gut. Einen Plan kriegen wir auch noch hin. Und dann sollte es das eigentlich für hier gewesen sein. So, dann gibt es einen Mitarbeiter hier mit rein. Das ist Edward Monk. Wir nehmen bitte Bibliotheksverwaltung. Lässt Müll fein, Toilettenkomfort. Nehmen wir ihn hier. Und dann haben wir zumindest unsere Bibliothek gebaut. Sehr schön. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir die anderen Sachen bauen. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch die anderen Leute mitholen. Ich würde sagen, wir verdienen momentan genug Geld. Wir schauen mal, ob wir ein paar schöne Hausmeister noch haben. Karen Green, das wäre natürlich Penelope Radis. Nehmen wir Karen Green. Hausmeisterin, perfekt. Schlechte Körperhygiene, obwohl nein. Kriegt ständig Durst mit dem Kopf durch die Wand, das ist kein Problem. Dann nehmen wir einmal dich bitte. Und Penelope Green wird natürlich die gute Rin Curano. Einmal da bitte. Und lieber Dom, ich hoffe, es ist dir recht, dass wir auch dir vielleicht einen Studenten geben. Elena Anfuch. Alf Müsli. Wie wär's denn mit Dom Müsli? Das wär's doch, oder? Dom Müsli. Dom Müsli. Sag gerne mal, ob dir das gefällt. Wenn nicht, dann können wir das nicht ändern. Dann könnten wir das natürlich noch ändern. So, also ihm hier scheint das unheimlich gut zu gefallen. Aaron Bubb. Lieber Aaron Bubb. Ja, vielleicht passt du doch ein bisschen besser auf.
Also scheint ja wirklich spannend zu sein hier, was hier gerade passiert. Wir können mal ein bisschen schneller machen. Lieber Aaron. Oh, hier will ich ja mal reingucken. Was machen die denn da? Schaufeln die da echt Kohlen nach? 1600? Uiuiui. Die schaufeln echt Kohlen nach, wa? Boah, cool. Guckt euch das mal an hier. Was ist das überhaupt für eine Kiste? Ein Superchef. Oh, nein. Ist das ein Kuchen? Der ist ja gerade mal groß genug für mich. Wie cool ist das denn? Wow. Sehr cool. Das ist ein Kuchen, sage ich euch. Und lieber Mr. de Graaf, du kriegst natürlich auch deinen Job. Ich hoffe, dass wir Fredward Green in Mr. de Graaf umbenennen. Das ist dir recht. Einmal Mr. de Graaf, bitte. So, sehr schön. Dann haben wir das auch. Jetzt gucken wir mal hier rein. Monatlicher Einkommensbericht. Ja. Gut, da momentan nichts. Da machen wir ein bisschen schneller. Und wir sind bei 72%. Ei, wir brauchen echt diese Studentenzimmer, ne? Wie sieht es denn hier bei unseren Leuten aus? C? Ach, du grüne Neune. Die sind ja sowas von schlecht. Wir gucken unseren Arthur mal an. Er braucht was zu essen. Schlafen, Getränke und Unterhaltung. Getränke und Essen? Das hatte ich aber für ein Gerücht. Da gibt es doch Automaten. Na, wir könnten ihm natürlich hier vorne in die Ecke. Da können wir ihm noch zwei Getränke und einen Futterautomat hinstellen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber wir haben nur noch 43.000. Ja, das sollten wir schon machen. Das gibt Essen und Gesundheit. WC-Bedarf ist kein Problem. Gesundheit und Essen mit einem Hotdog. Ganz klar, dann nehmen wir einen Hotdog-Kiosk. Und Gemüse-Kiosk. Wir brauchen natürlich auch noch Getränke und Gesundheit geht dann auch wieder nach oben. Genau. Und dann brauchen wir noch zwei Assistenten. Und dann gucken wir mal, dass wir die beiden nehmen. Einmal dahin. Ja, ich weiß, da wird ein Assistent benötigt. Du gehst bitte auch einmal. Hallo? Da. Dahin. So, dann bin ich mal gespannt, wie es im nächsten Monat aussieht. Wir haben jetzt wahrscheinlich viel zu wenig Geld, aber das ist es mir wert. Es ist Wahltag in Two Point County. Die Leute müssen hier einfach einen guten Abschluss machen. An die Wahl, die über eine Smartphone-App von Bungle abgehalten werden sollte. Ah, also hier wird kräftig studiert. Sehr schön. A plus. Wir gehen weiter nach oben. Hier wird gepipit. Da wird geschlafen und gelernt. Minus 1200. ERF-Bonus plus 9000. Das sieht gut aus. Und eine Liebesbank. Von Snow White. Sie ist mit Elena Anfucht zusammen. Und da könnte aber sicher sein, dass das nicht mehr Elena sein wird. Und natürlich werden wir eine Liebesbank für dich platzieren, Mrs. Snow White. Oh Mann, wir werden das mal hier schön mitten dort drinnen platzieren, dass auch wirklich die Leute, wenn sie hier reinkommen und über den Platz schlendern, sehen, dass die kleine Little Miss Snow White hier mit dem Huntsman. In dem Sinne, ich wünsche euch etwas, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Strategiener. Ciao, ciao.